Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder eine Deko im Filofax dran. Ihr seht hier schon einige Stanzteile von Action und ich habe auch ein paar Stempel rausgesucht. Unter anderem auch wieder meinen neuen Monstera-Blattstempel, weil ich den in der Fibonacci-Deko richtig cool fand. Und ich habe zum Beispiel auch von Sostrene Grene einmal hier die neuen Kreis, Sticky Notes sind es tatsächlich, aber so ganz kleine halt. Und diese wunderschönen Doilies. Und ich glaube, dass die von der Farbe richtig gut zu diesen ganzen Stanzteilen passen werden. Deswegen habe ich die mit rausgesucht. Die habe ich auch noch nie verwendet. Und ich würde sagen, wir nehmen mal direkt hier die Einlagen raus und legen los. Ich habe mir nicht so richtig einen Plan gemacht für heute, außer dass ich diese ganzen Stanzteile rausgesucht habe. Allerdings habe ich die tatsächlich schon vor meinem Urlaub mal rausgesucht, weil ich dachte, die kann man richtig gut in der Deko verwenden. Ich gucke gerade mal, wo ich das Ding hier aufkriege. Aber ich glaube, ich muss es hier aufreißen. Ja. Zack, zack. Ich glaube, das Tütchen kann ich dann auch weglassen demnächst. Und ja, ich dachte mir, ich dekoriere jetzt die KW30. In der Woche war ich zu Hause und hatte aber noch frei. Und deswegen passen diese Utensilien, glaube ich, alle ziemlich gut. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal, wie ich die so verteilt bekomme. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon. Ja, sind einzelne, wie es aussieht. Wie viele nehmen wir denn davon? Oder ich besser gesagt. Ihr könnt mir ja leider nicht bei der Entscheidung helfen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so irgendwie ganz gut aussehen könnte. So vielleicht. Ich muss mir jetzt aber, glaube ich, wirklich mal eine Unterlage holen, wenn ich jetzt hier so viel über den Rand klebe, weil ich habe sonst, glaube ich, ein kleines Problem gleich mit meinem Tisch. Ja, aber von der Anordnung ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Ich muss nur gucken, wie ich dann diese ganzen Sachen drapiere. Aber ich suche mir mal irgendein Blatt. So, ich habe mir mal zwei Bögen geholt für Stempeln und fürs Kleben. Und die Frage ist jetzt, ob ich den Kleberoller benutze oder den Alleskleber. Ich habe das jetzt hier so schön drapiert. Bin mir nicht so sicher, was jetzt die schlauere Variante ist. Ob das mit dem hier klappt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass diese Roller dann nicht die Doilies komplett kaputt reißen. Aber da das nicht so viele Löcher hat, scheint das ganz gut zu klappen. Ist nur die Frage, wie gut das dann gleich hält. Aber das sehen wir dann gleich. So, den wollte ich ziemlich mittig. Hier raufkleben. So, okay. Irgendwie hat das jetzt ganz schön lange schon gedauert. Die Dinger hier könnte man eigentlich. Hoppala, wo kommt das denn jetzt her? Achso, das ist ein Stanzteil. Könnte man theoretisch auch noch zusätzlich verwenden, aber ich glaube, das reicht eigentlich schon, was jetzt hier so auf den Seiten gelandet ist. Hier steht das noch so ein bisschen komisch über. So, okay. Ich gucke erstmal nach den größeren Teilen, dass ich die verteilt bekomme. Na.
Sind relativ viele Sachen, die ich hier habe. Dann habe ich hier noch Happy Birthday, weil ich das eigentlich für eine andere Woche gedacht hatte. Aber in dieser Woche hier waren keine Geburtstage mehr. Okay. Das ist ganz schön viel hier, ne? Ich glaube, das nehme ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Finde ich so eigentlich schon ganz gut. Der Kaffee hier ist jetzt irgendwie auch ein bisschen unpassend. Bevor ich die Stanzteile klebe, möchte ich aber, glaube ich, noch ein bisschen Washi-Tape verteilen. Jetzt weiß ich ja so ungefähr, wo die Sachen hinkommen. Die Seiten sind irgendwie ein bisschen krumm und schief, ne? Ich glaube, für nächstes Jahr muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben bei meinen eigenen Einlagen. Ich habe ja letztens die für meine Mama ausgedruckt, da musste alles perfekt werden und ja, ich habe das dann teilweise mehrmals ausgedruckt, weil mir dann irgendein Rand noch nicht breit genug war oder so. Aber irgendwie habe ich bei meinen hier so ein bisschen, ja, nicht verkackt, aber das geht noch besser, ne? Aber es hat einen Grund, warum ich keine ausgedruckten Einlagen verkaufe in meinem Shop. Das ist nämlich nochmal Next Level an Perfektion, Arbeit und, die ich einfach gar nicht aufbringen kann. Also, das, ja, ich glaube, das würde mich fix und alle machen, wenn ich versuchen würde, jeden Kalender und jede Einlage gleich zu lochen und perfekt zu schneiden und. Nee, das kann ich mir gerade noch so gar nicht vorstellen. Deswegen gibt es halt die Printables. Und dann seid ihr selber dafür verantwortlich, wie schick ihr euch die ausdruckt. Mein Drucker zum Beispiel ist auch echt schon mehrere Jahre alt. Also wenn ihr einen neueren Drucker habt, dann ist die Druckqualität wahrscheinlich auch besser als diese hier. Ja, aber... Also, ich kann damit leben, aber ich könnte es so nicht verkaufen, sagen wir mal so. Da hätte ich einen ganz anderen Anspruch an mich und an das Produkt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema kam, aber ich glaube, es lag daran, dass ich hier diesen schlechten Druck gesehen habe von meinen Einlagen. So, ich glaube, ich kann jetzt gleich schon mal die Stanzteile aufkleben. Mal noch so ein bisschen Washi dazu. So, vielleicht mache ich das auch gleich so ein bisschen noch nebenbei, wenn ich sehe, dass das noch irgendwo passen könnte. Das hier sind übrigens Washis, die ich mir von der lieben Clary klauen durfte. Also,
mit Erlaubnis abrollen durfte. Und jetzt ist das hier leider schon alle, das Sample. Das ist auch echt wunderschön. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke war, aber es ist auf jeden Fall schön. Prima Marketing eventuell. Ich bin mir nicht so sicher. Könnte hier ganz gut hinpassen. So, und dann klebe ich erstmal die Standteile auf und dann geht es gleich weiter, würde ich sagen. Okidoki, ich habe alles aufgeklebt. Ich habe noch ein paar von den Kreisen direkt dazu gepackt, weil ich hier noch was unter der Katze haben wollte, damit die dann nicht so ja, auf dem weißen Blatt nur ist. Jetzt gucke ich gerade mal, hier sind glaube ich auch so ein paar rosa Akzente drauf. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, weil hier ja auch die rosanen Motive bei sind. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das hier wieder einigermaßen koordiniert kriege. So, vielleicht. So. So, das passt sehr gut, muss ich sagen, das Tape. So, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und jetzt geht es dann auch zum Stempeln. Ich wollte ja unbedingt den Monstera-Stempel wieder benutzen. Und ich glaube, der passt auch wieder ganz gut da in die Ecke. Und vielleicht auch hier oder hier, eigentlich hier oben, ne? Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich lege auf jeden Fall was drunter. Ich hatte ja auch noch die Kaffeestempel. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob die jetzt so dolle da reinpassen. Und ich weiß auch nicht, wie der Stempel auf diesem Doily aussieht. Okay, ich glaube, ich muss gut drücken, damit das Motiv zu sehen ist. So. Die Frage ist jetzt mir rum, ob ich es so rum vielleicht mache. Wenn ich jetzt den Kreis auch noch mitnehme, dann habe ich drei Ebenen. Das wird dann immer schwieriger mit dem Stempeln. Deswegen mache ich es, glaube ich, so. Ja. Könnte ich nochmal so eine kleine Spitze daneben machen vielleicht. Der ist halt schon ziemlich gewaltig, aber ich finde den echt schön. Da so neben. Ja, ich glaube, noch mehr wäre ein bisschen übertrieben. Aber auf der anderen Seite mache ich, glaube ich, da auch noch einen hin. Mal hingestellt, damit ich da besser von oben drauf drücken kann. Ja, irgendwie so, ne? Joa. Mache ich da jetzt auch noch eine Spitze? Oder lasse ich's? Der ganze Tisch knatscht. So.
Was ich auch schon gesehen habe, vielleicht seht ihr das ja auch, wenn ich nur einen Teil des Stempels nochmal mit einem zweiten Mal Farbe voll mache, dann kommt so ein interessanter Blatteffekt mit hell und dunkel. Sieht ein bisschen aus wie so ein panaschiertes Blatt, ne? Aber machen wir dann vielleicht ein andermal. Ich glaube, das reicht so. Ich will das jetzt auch nicht hier unten noch mehr machen, glaube ich, weil das ist mir dann zu viel. Ich finde es schon ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Es ist mit den Stanzteilen immer so ein kleiner Selbstläufer irgendwie. Die Frage ist, ob ich jetzt noch die Stempel hier benutze. Aber so richtig passend tun die irgendwie auch nicht, ne? Wake up with a cup of coffee. Vor allem, weil ich den Kaffee jetzt hier gar nicht benutzt habe. Ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, das reicht mir so. Hol mal den Planer vom Boden wieder hervor. Wir heften das Ganze ein. Es ist ein ziemlich beiger Look, aber trotzdem nicht Vintage, was ich ganz gut finde. Weil, ja, mit diesem ganz krassen Vintage-Stil kann ich nicht so viel anfangen, aber ich finde das hier irgendwie richtig gemütlich und warm und schön. So ein bisschen Boho-mäßig mit diesem Spiegel und so weiter und mit den kleinen Kätzchen natürlich auch sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video und die Deko auch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.